Wir berichten heute vor Ort über eine Tierschutzorganisation aus Estland mit dem Namen Kassiabi. Sie kümmern sich ausschließlich um das Wohl der Katzen. So hatten wir im Februar 2012 die Möglichkeit, ihre Schützlinge vor Ort in Tallinn zu besuchen und ein Interview zur Situation in der estnischen Hauptstadt zu machen. Draußen stürmt und schneit es, doch wir sitzen hier in der Wärme und führen heute ein Interview mit der Katzenhilfe von Tallinn, und zwar mit Katrin von CatHelp. Hallo Katrin. Hey. Katrin, wir haben einige Fragen an euch. Ihr kümmert euch seit geraumer Zeit um die Katzen hier in Tallinn. Was gehört zu euren Hauptaufgaben? Unser Programm sieht vor, dass alle Katzen vor der Vermittlung sterilisiert und geimpft werden. Wir versuchen damit, etwas gegen den Irrglauben zu unternehmen. Alle Katzen müssen mindestens einmal Nachwuchs haben, bevor sie kastriert werden können. Dieser Gedanke spukt leider immer noch in vielen Köpfen. Wir versuchen so, auch ein wenig Aufklärungsarbeit zu leisten, was sicherlich wichtig ist, um die Population der Straßenkatzen zu reduzieren. Viele der Straßenkatzen sind sehr scheu und haben Angst vor den Menschen. Wir versuchen, dass das Verhältnis besser wird und die Leute mehr Verständnis aufbringen und Achtung vor den Tieren haben. Wichtig ist für uns natürlich auch die Gesundheit der Tiere. Denn viele Streuner haben gesundheitliche Probleme und sind auf eine medizinische Behandlung angewiesen. Viele haben zum Beispiel gesundheitliche Probleme mit den Ohren oder haben sich auf der Straße eine Infektionskrankheit eingefangen. Wir nehmen sie auf, kümmern uns um die Tiere und versuchen dann ein geeignetes neues Zuhause zu finden. Und wie kommt ihr an die finanziellen Mittel für zum Beispiel Kastration und ärztliche Versorgung der Katzen? Es gibt einige große Firmen, die uns helfen und unterstützen. Zum Beispiel initiiert die Swedbank jedes Jahr eine Kampagne, um Spendengelder zu sammeln. Auch einige Tierkliniken geben uns für die notwendigen Behandlungen eine Art Rabatt. Aber wir sind zu 100% auf Spenden angewiesen und bekommen keine staatlichen Unterstützungen. Viele Leute, denen wir eine Katze vermitteln, sind so dankbar, dass sie uns eine kleine Spende geben. Okay, das ist natürlich sehr nett und hilfreich. Du hast uns erzählt, es gibt eine Menge Leute, die haben hier Sommerhäuser und wenn der Sommer dann irgendwann vorbei ist, dann kommen sie auch zurück in die Städte und lassen einfach die Katzen dort. Was passiert mit den Katzen? Einige sterben leider. Andere wiederum schlagen sich durch und leben von Abfällen der Leute, die das ganze Jahr über draußen auf dem Land leben. Manche Leute oder auch andere Organisationen rufen uns dann an, sodass wir die Streuner einfangen und ein neues Zuhause für sie suchen können. Momentan ist Winterzeit und wir haben draußen bis zu minus 30 Grad. Was passiert mit den Straßenkatzen? Leider erfrieren die meisten Katzen bei diesen Temperaturen jämmerlich. Vielen Leuten ist gar nicht bewusst, dass Katzen und Hunde draußen erfrieren können, da ihr Fell für solch kalte Bedingungen einfach nicht ausreichend ist. Bis minus 5 Grad können die Tiere draußen überleben, aber dann wird es auch schon kritisch. Winterzeit in Estland ist die schwierigste Zeit für alle Tierschutz. Aber wir versuchen, so viele Katzenleben wie möglich vor dem sicheren Tod zu retten. Um ehrlich zu sein, sind wir überrascht darüber, dass wir hier in Tallinn eigentlich keine streunenden Straßenhunde gesehen haben. Eigentlich hatten wir befürchtet, dass uns hier ähnlich schlechte Zustände wie in Rumänien erwarten. Kann es auch damit zusammenhängen, dass bei diesen eisigen Temperaturen die Straßentiere gar keine Überlebenschance hätten? Ich glaube, die Leute sind hier besser über Hunde aufgeklärt und sind sich bewusst darüber, dass Hunde nicht alleine ohne Hilfe überleben können. Leider sterben auch einige Hunde, aber das Katzenproblem ist hier weitaus größer. Wo helft ihr den Katzen eigentlich? Also ich meine, gibt es so eine Art privates Tierheim oder nehmt ihr sie mit nach Hause oder wie läuft das Ganze? Wir haben beides. Wir haben eine Katzenstation, wo alle Katzen geimpft, kastriert und medizinisch versorgt werden. Und dann warten sie dort auf ein neues Zuhause. Da fahren wir jetzt gleich auch hin. Außerdem haben wir ca. 20 Familien, die sich um Katzen kümmern, welche besondere Pflege benötigen. Die Katzen haben entweder gesundheitliche Probleme, sodass sie unter ständiger Beobachtung stehen, oder sie sind noch sehr scheu, zum Teil sogar traumatisiert und können sich bei den Pflegefamilien langsam wieder an den Umgang mit
Menschen gewöhnen. Aus unserer Erfahrung ist das die beste Möglichkeit, die Katzen wieder zu sozialisieren. Wir helfen jedes Jahr etwa 500 Katzen. Unsere Katzenstation beherbergt zurzeit ca. 30 Tiere und weitere 30 Katzen sind bei den Pflegefamilien untergebracht. Okay. Wie stehen die Chancen, dass ein Tier auch vermittelt wird? Also ich meine, wenn ihr zum Beispiel 10 Katzen habt, finden die alle nach und nach ein neues Zuhause? Oder sind es vielleicht nur 5 oder 6 oder 8 von 10, die ihr vermitteln könnt? Es gibt einige Katzen, die seit über 4 Jahren bei uns leben, da sie noch sehr wild sind. Es ist sehr schwer, diese Tiere an Menschen zu gewöhnen, da sie recht scheu sind und Angst vor Menschen haben. Das braucht sehr, sehr viel Geduld. Aber meistens sind wir letztendlich erfolgreich. Katrin, wann wurde eigentlich eure Organisation Kasiabi, zu Deutsch Katzenhilfe, gegründet? Und habt ihr auch eine eigene Homepage, an die man sich wenden kann? Die Katzenhilfe Kasiabi wurde vor 6 Jahren gegründet und ich bin seit 2 Jahren Mitglied dieser Organisation. Wir sind sehr dankbar für jede Spende, die geleistet wird, weil so sichergestellt wird, dass wir auch weiterhin den Tieren helfen können, zu überleben und ein neues, liebevolles Zuhause zu finden. Wir haben übrigens eine Homepage, die auch in Englisch gestaltet ist. Wir nennen uns www.kasiabi.ee und ihr findet dort alle wichtigen Informationen über uns. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist wirklich eine richtig gute Idee. Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Organisation oder auch eine andere Tierschutzorganisation ein wenig unterstützen könnten. Jede auch noch so kleine gute Tat zählt und jede Hilfe ist herzlich willkommen. Jetzt machen wir uns mal auf den Weg zu eurer Katzenstation und werden dort noch das ein oder andere Video drehen. Euch wünschen wir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Mit dem Auto geht es bei frostigen Temperaturen durch die Tallinner Innenstadt, wo wir nach ca. 15 Minuten einen kleinen Vorort erreichen, wo sich die Katzenstation von Kasiabi befindet. Dieses kleine Häuschen wurde ausschließlich für die vierbeinigen Schützlinge angemietet, um ihnen eine warme und saubere Unterkunft bieten zu können. Hier wird großer Wert auf eine gute Hygiene gelegt, sodass sich die Samtpfoten keine Infektion von außen einfangen können. Eine gute und effektive Sicherheitsmaßnahme. Sofort merkt man, dass sich die Tiere hier so richtig wohlfühlen und Erholung von den erlebten Strapazen finden. Die letzte Zuflucht für die vergessenen Seelen von Tallinn. So könnte man diese Einrichtung bezeichnen. Leben retten, hilflose Tiere versorgen und ein neues, liebevolles Zuhause finden. Das sind wohl die wichtigsten Ziele der vielen ehrenamtlichen Helfer, die hier täglich ihre Freizeit damit verbringen, die Tiere zu versorgen. Der Einsatz lohnt sich, denn die Katzen sind, wenn auch manchmal noch ein wenig scheu und vorsichtig, da sie viel Unrecht auf den Straßen Estlands erfahren haben, dankbare und liebevolle Gäste auf Zeit. Die, die hier sind, haben Glück gehabt und konnten der eisigen Kälte entfliehen. Ein kleines Katzenparadies mitten im Baltikum. Das ist sicherlich die beste Beschreibung für diese Tierschutzorganisation. Für medizinische Behandlung ist natürlich auch gesorgt. Aber das kostet nicht nur viel Geduld und Zeit, sondern auch Geld. Geld, das dringend benötigt wird, um auch weiterhin und langfristig Hilfe leisten zu können. Ganz besonders ins Herz geschlossen haben wir unseren Freund Herman mit seinem kleinen Stummelschwänzchen. Herman hat leider einen richtig langen Leidensweg hinter sich und ist gerade dabei, sich von seinen Torturen hier zu erholen. Trotz des Erlebten ist Herman so richtig zutraulich und folgt einem fast wie ein Hund auf Schritt und Tritt.
Man braucht sicherlich kein Katzenexperte zu sein, um sofort zu merken, wie wichtig dem kleinen Kater menschliche Zuneigung ist und wie dankbar er wäre, ein neues Zuhause zu finden. Dann mach's mal gut, mein kleiner Freund. Wir wünschen dir und deinen Kumpels aus dem Katzenshelter in Tallinn alles Gute und viel Glück für die Zukunft. In diesem Sinne, ein Herz für Tiere ganz groß. Holidays for Runaways.